Ja, herzlich willkommen auf der Erzählmodellbauer. Heute geht uns ein Licht auf. Gleich nach dem Intro. Ja, heute wollen wir uns um die Beleuchtung des Bootes kümmern. Es kommen ja einmal hier an den Seiten die Positionslichter dran. Das wäre Nummer 1, was wir brauchen. Dann gehen wir eine Etage höher, kommen wir hier aufs Deck vom Dach, sage ich mal. Da kommen ja hier links und rechts jeweils so ein Scheinwerfer, ein Arbeitsscheinwerfer, und hinten kommt auch noch ein Arbeitsscheinwerfer hin. Ja, des Weiteren kommen hier an Mast auch noch diverse Lampen drauf, Blaulicht, Scheinwerfer, Toplicht, Ankerlicht und so weiter. Alles hier am Mast. Und die wollen wir uns heute alle zusammenbauen, die Lämpchen, so dass wir die dann in den nächsten Tagen installieren können. Ich würde sagen, nicht lange schnacken, wir fangen gleich an, auf ins Video. Viel Spaß dabei. Ja, kommen wir zu diesen kleinen Lampen. Hier habt ihr das erste Unterteil, das ist für eine Rundumlampe. Da ist oben so eine kleine Einbuchtung drin, da passt genau nachher die LED rein. So wird das gedruckt, dann wird das ausgeschnitten und dann sieht das im Endeffekt so aus nach dem Lackieren. Ich habe das lackiere das immer noch ein bisschen schwarz und dann sieht das entsprechend so aus. Dann gibt es das gleiche noch mit einer schrägen hinten, wie ihr seht hier. So sieht das gedruckt aus und nach dem Lackieren entsprechend so. Dann gibt es für beide Lampen entsprechend immer den Deckel. Die sehen eigentlich gleich aus. Hier, die sind immer 1 mm stark. Die passen dann hier entsprechend oben drauf. Die sehen dann gedruckt so aus. Ja, genauso wie die anderen zwei Teile. Ja, dazwischen kommt dann noch hier der Glaskörper. Einmal Vollmaterial. Der kommt auf die Lampe. Und dann haben wir das gleiche noch mit der schrägen dran, das kommt dann hier in der Lampe, die nach vorne leuchtet. Und dann können wir da entsprechend einfach oben den Deckel drauf kleben, auf beiden Lampen. Und dann haben wir die Lampe im Endeffekt schon fertig. Wenn wir den Glaskörper von unten schauen, ist da auch noch so eine Ausbuchtung immer drin, dass die LED quasi da drin verschwindet. Aber das seht ihr gleich beim Zusammenbauen. Ja, welche Leuchtdioden nehmen wir jetzt hier? Da habe ich hier einfach normale Leuchtdioden weiß genommen. Die sind hier so klein hier drin. Und als Draht habe ich mir hier 0,1 mm Kupferlackdraht auf so einer Spule. Ja, das ist dünnes Kabel. Das bekommen wir dann auch entsprechend einfach hier in dem Mast platziert. Da hatten wir ja hier unten, wie ihr seht, da sind die Löcher. Da können wir die Kabel dann durchstecken. Und dann kriegen wir die irgendwie durch den Mast geschoben. Das heißt, wir bereiten jetzt erstmal hier eine LED vor und dann löten wir mal die Kabel dran und dann bauen wir uns eine kleine Lampe zusammen. Die anderen sind dann entsprechend gleich. Das heißt, ich zeige jetzt eine Lampe und der Rest ist im Endeffekt dann nur Wiederholung. So, ich habe alles vorbereitet für so eine LED-Löten. Ich nehme mir mal hier so einen Platinenstreifen zum Testen nachher, ob die Lampe funktioniert. Das heißt, hier kann ich schön den Lackdraht, den ich hier auf zwei Längen abgeschnitten habe, ungefähr so 15 cm. Kann auch kürzer machen, aber 15 sollte für den Mast jetzt reichen. Ich will ja nicht komplett ins Boot legen. Das heißt, ich will da unten dann auf normale Kabel umschwenken. Das heißt, wir nehmen jetzt einfach hier unser Kabel und machen das einfach heiß an der Stelle und dann schmilzt da der Lackdraht. Und dann können wir das entsprechend hier festmachen. Habt ihr gesehen, wie das ganz einfach funktioniert. So, jetzt sind die beiden Enden da schon dran. Und jetzt geht es zum LED-Löten. Ja, der aufmerksame Zuschauer hat die LED schon gefunden. Die liegt hier unten nämlich. Da habe ich einfach jetzt hier ein Brett genommen, doppelseitig Klebeband hier drauf. Und jetzt werden wir einfach die LED entsprechend hier auf den Kopf stellen. Und dann drücken wir die einmal hier in das Klebeband rein. Jetzt fällt die da nämlich nicht mehr runter. Das können wir schön löten. Und jetzt werden wir einfach hier die Seiten verzinnen und dann die Drähte einfach hier längst anlöten. Da sind ja zwei so kleine Pads. Ja, man kann es kaum erkennen. Das heißt, Lötkolben sauber machen hier und dann einfach eine Seite mal beherzt verzinnen, das ist schon passiert. Die andere Seite auch. So.
Und jetzt können wir einfach hingehen und den Lackdraht entsprechend auch verzinnen an der vorderen Stelle hier. Einmal, zweimal. Dann seht ihr auch hier, jetzt ist da vorne so ein bisschen, ist das Silber geworden. Nicht zu lange, dann schmilzt nämlich der auf der kompletten Länge, der Lackdraht, das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja die Isolierschicht für den Leitungsverlauf in dem Mast behalten. Jetzt nehmen wir den Draht und halten den einfach hier an die Lampe dran. Und dann gehe ich mit dem Lötkolben hin und mache das Lot warm. Und jetzt seht ihr, setzt das an der Lampe fest. Das gleiche machen wir einfach mit der anderen Seite auch. Zack, und schon sind wir da auch fertig. Jetzt können wir auch direkt mal testen, ob die LED funktioniert. Dazu können wir jetzt hier Spannung dran machen. Da ist ein Pfeil auf der LED gewesen. Das heißt, der Pfeil ging in die Richtung. Das heißt, wir müssen hier Plus drauflegen und da Minus. Dann sollte es theoretisch leuchten. Ich habe mal 2 Volt hier im Netzteil eingestellt. Ist ein bisschen zu wenig. Jetzt habe ich 2,6 Volt. Jetzt seht ihr, da leuchtet die Lampe entsprechend. Ja. Das heißt, Lampe ist in Ordnung. Können wir jetzt wieder hier ablöten und jetzt gehe ich immer hin und verdrill einfach das Kabel. Kann man auch in die Bohrmaschine einspannen, habe ich beim Boddenboot gemacht, funktioniert auch. Aber man braucht da eigentlich jetzt gar nicht so 2000 Umdrehungen. Ihr seht, jetzt langsam wird das Ganze auch schon enger und irgendwann so reicht es auch. Und jetzt haben wir im Endeffekt eine schöne einadrige Leitung. Ja, jetzt geht es hier weiter. Wir bauen jetzt einfach mal hier eine Rundumlampe. Das heißt, wir nehmen jetzt uns hier das Rundumteil hier für unten. Und da stecken wir einfach hier unsere Lampe durch. Kleben wir auch wieder hier auf dem Isolierband auf. Und jetzt gucken wir, dass wir die da entsprechend in die Halterung reinbekommen. Ja, so ist in Ordnung. Jetzt nehmen wir ein bisschen Sekundenkleber. Träufeln das da irgendwo in die Ecke rein, dass die da fest sitzt und dann bauen wir den Stack hier entsprechend auf und dann ist die Lampe auch schon fertig. Ja, jetzt habe ich hier auch genug Sekundenkleber, dass ich hier jetzt quasi einfach hier den Körper draufstülpen kann, Loch von unten und dann einfach oben drauf setzen. Und jetzt das Ganze ein bisschen trocknen lassen. Later. Ja, wenn das Ganze dann ein bisschen getrocknet ist, können wir einfach hier oben einen Tropfen oben drauf geben. Und dann kommt da einfach entsprechend der Deckel drauf. Ein bisschen ausrichten, dass das alles ein bisschen fluchtet. Und dann ist auch unsere Lampe fertig. So, nochmal ein bisschen Spannung drauf gegeben. Und so sieht das Ganze dann in Aktion aus. Hier noch die Lampen für die Aufbauten, das sind die Positionslampen. Die gibt es einmal in einer rechten und einmal in einer linken Ausführung. Da habt ihr sie. Der einzige Unterschied ist, dass hier die eine Seite immer dicker ist als die andere. Und die sind dann halt spiegelverkehrt gedruckt. Da kommt auch so eine LED rein, wie bei den anderen. Und dann kommt da zusätzlich hier der Glaskörper. Ja, da gibt es dann den Glaskörper einmal in grün, der kann hier reingelegt werden. Und auf der anderen Seite entsprechend dann hier in rot. Ja, die werden dann in die Seite, in die Aufbauten geklebt. Die haben hier unten so eine, ich drehe mal einen um, die haben hier so einen 3 mm Ring hinten dran. Und der passt genau in das Loch, was wir da gemacht haben, beziehungsweise vorgesehen haben. Later. Ja, hier jetzt kurz die Positionslampe in Action. Kommen wir kurz zu den LED-Größen. Die kleinen LEDs, die ich hier verwendet habe, das sind 0805er. Und die ich in den Strahlern verwendet habe, das sind hier die, das sind 3528 LEDs. Ja, kommen wir zu den Strahlern. Die habe ich einmal hier das Gehäuse gedruckt. Wieder ein bisschen schräg. Dann haben wir einmal den Fuß davon. Hier noch im Gewand, auch schräg gedruckt. Der kommt hier unten so dran. Dann haben wir das Ganze einmal hier ausgepackt. Sieht das Ganze dann so aus. Und dann haben wir da noch ein Glas. Das sieht so aus, wenn es gedruckt ist.
Da passt genau hier in diesem Viereck passt so eine 3528er LED rein. Zeige ich euch aber auch gleich. So, das können wir auch wieder wegtun. Hier haben wir das dann geschliffen von hinten. Dann ist das ein bisschen milchig. Und jetzt kann man einfach die LED hier auf dem Kopf drehen. Und dann sollte die genau da in das Viereck reinpassen. Ja, so ist es gemacht. Und dafür ist es gemacht. Und da kann man jetzt links und rechts ein bisschen Kleber rein tun. Dann sitzt das Ganze hier fest. Und dann kann man das Ganze hier in das Gehäuse reindrücken. Ich mache das jetzt mal hier eben ohne LED. Sonst geht das so kompliziert. Und dann passt das hier genau in das Gehäuse rein. Drückt man dann einfach zusammen. Kabel kann man natürlich hier hinten rauslassen. Da ist ein Loch drin. Jetzt bin ich hingegangen und habe ein bisschen lackiert. Von innen habe ich das Ganze einfach mit dem Pinsel schwarz gemacht. Und dann habe ich das umgedreht und habe das hier von außen lackiert. Das Loch ist jetzt noch zu, wie ihr seht. Da gehe ich gleich mit einer kleinen spitzen Nadel oder so durch, dass ich das Loch wieder habe. Und dann habe ich den Rand hier vorne noch ein bisschen weiß mit dem Pinsel nachgearbeitet. Ja, die LEDs habe ich auch schon vorbereitet. Die habe ich schon hier drauf geklebt. Jetzt mache ich da noch wieder meine Kupferlackdrähte dran. Und dann sind wir auch schon so weit, dass wir die da in das Gehäuse einbauen können. So, ich habe jetzt hier den Draht dran gemacht und verdrillt. Und jetzt kann ich das Ganze einfach hier durch das Loch schieben. Das habe ich schon reingefummelt. Jetzt kann ich hier ein bisschen Kleber in den Rand drücken. Und dann drücke ich das Glas rein. Und dann zeige ich euch, wie das aussieht. So, jetzt ist es drin. Wir machen mal einen kleinen Funktionscheck. So leuchtet das Ganze dann. Ja, davon brauche ich 3 Stück. Die baue ich jetzt alle fertig und dann geht es weiter mit der nächsten Lampe. Ja, kommen wir zum Blaulicht. Da brauchen wir einmal hier ein Unterteil und dann brauchen wir das Licht selber. Das habe ich hier in klar gedruckt. Das ist hohl von innen. Das habe ich dann blau angemalt. Dann brauchen wir hier eine LED. Die passt nämlich hier genau in die Aussparung rein. Könnt ihr euch glauben, passt da rein. Machen wir vorher Kabel dran, dann sieht das Ganze so aus hier. Und dann können wir das jetzt da reinstecken. Ja, so sieht das Ganze dann fertig aus. Und dann kann man einfach hier die Kappe oben drauf setzen. Klick, kann man natürlich noch festkleben. Ja, und so sieht das Ganze in Action aus. Ja, kommen wir jetzt zu dem Strahler. Ich habe mich jetzt hier für den einfachen Strahler bzw. für den alten entschieden. Es gibt den auch diesen Vierfachstrahler, den hatte ich auch schon angefangen, aber der war ein bisschen zu kompliziert zum Drucken mit dem Bügel. Da muss ich mir noch mal gucken, ob ich den noch mal irgendwann nachbaue. Jetzt habe ich hier den alten, den Zweifachstrahler, der hat einmal hier ein Unterteil und hier eine Kappe. Die passt jetzt genau hier oben rein. Dann wird es einfach zusammengedrückt und dann ist das fertig. Da mache ich dann nachher hier noch ein bisschen weiße Farbe drum, dass man das Schwarze nicht so sieht. Also ich habe das Ganze jetzt hier von außen weiß lackiert und von innen schwarz, damit das Ganze nicht durchleuchtet. Das sehen wir gleich, wenn ich da mal das Lämpchen anmache. Lampentechnisch passen da genau 2 von diesen großen LEDs rein. Die passen hier genau nebeneinander rein. So, und dann passt da noch der Deckel drauf. Können wir auch mal eben machen. Und jetzt seht ihr hier von vorne die LEDs. Ja. Ja, jetzt hätten wir natürlich vorher am besten die Kabel angelötet, aber wir kriegen die ja noch wieder da raus. Zumindest sollte das kein Problem sein. Ja, wie löten wir die jetzt zusammen? Die haben ja immer einen Plus- und Minuspol und ich werde die jetzt einfach kopfseitig aneinander löten. Das heißt, hier ist die Nase und da die Nase. Und das heißt, die löten wir dann so zusammen. Und dann brauchen wir nur die äußeren beiden Brücken und in der Mitte haben wir dann einen Pol. Ich habe jetzt die LEDs hier zueinander platziert. Das heißt, nach innen liegen jetzt die beiden Pole mit der Nase. Und jetzt habe ich die so weit auseinander gemacht, dass ich das quasi noch darüber stülpen kann. Das ist ja hier glatt von innen. Das heißt, dann kriege ich die LEDs da entsprechend auch rein. Und jetzt setze ich einfach hier in der Mitte einen Lötpunkt drauf und dann habe ich den Abstand fixiert. So. Seht ihr? Fertig. Ja, jetzt habe ich hier die Drähte fertig. Jetzt kann ich ein Kabel
hier auf die Wurzel löten und das andere, das werden wir da quer drüber löten. Das heißt, ich lege das mal jetzt hier längst hin. So, jetzt habe ich meine Platine hier schon wieder angeschlossen. Jetzt machen wir einen kurzen Check, ob die eine LED leuchtet. Die leuchtet, wie ihr seht. Und jetzt müssen wir das hintere Beinchen da noch verlöten. Das heißt, wir werden das, den Draht jetzt in der Mitte irgendwie versuchen zu verzinnen. So an der Stelle hier. Ja. Und dann werden wir das hier ein bisschen knicken. Und dann löten wir das einfach da fest. Und dann machen wir nochmal einen Lampentest. Und wie wir sehen, leuchten jetzt beide Lampen. Ja, ich werde dies wieder ablöten, dann werde ich das verdrillen mit der Bohrmaschine und dann können wir das in die Lampe einsetzen. Ja, so sieht das Ganze jetzt verdrillt aus und jetzt müssen wir das Ende hier unten durch das Loch buxieren. So, jetzt ist das Ganze durch. Ja, jetzt können wir die einfach hier so reinsetzen und dann können wir hier die Kappe entsprechend draufsetzen. Die können wir natürlich auch noch verkleben, aber da ich da sowieso noch ein bisschen Lack drüber tun wollte, reicht das erstmal, wenn wir die dann nur drauf drücken. Gut. Ja, jetzt wollen wir das Ganze natürlich mal in Action sehen hier. Da leuchtet es hin. Gucken wir mal, ob das auch gut, wie ihr seht, mit der schwarzen Farbe hat auch gut funktioniert. Man sieht es nicht durchleuchten. Ja, hier schauen wir uns jetzt nochmal alle Lampen auf einen Blick an. Die haben wir jetzt alle hier fertiggestellt und wir gehen nochmal eben kurz einmal durch. Also hier habe ich dreimal Lampen, die hinten so einen Steg haben. Das heißt, die nur in eine Richtung gehen und eine haben wir voll rum, also die komplett rundrum leuchtet. Dann haben wir hier drei von diesen Strahlern gebaut. Dann haben wir einmal den Scheinwerfer gebaut, einmal hier das Blaulicht und wir haben noch einmal zwei Positionslampen, die wir ja in die Aufbauten einbauen können. Ja, die Lampen, sie sind fertig, wie ihr seht. Hier das Blaulicht und der Suchscheinwerfer. Ja, die Lampen haben wir soweit fertig. Jetzt können wir im nächsten Schritt die auch installieren und damit wollen wir uns dann im nächsten Video beschäftigen. Falls ihr noch eine Frage oder irgendwas habt, könnt ihr es gerne in den Kommentaren machen. Und sonst abonnieren, falls noch nicht geschehen. Und dann sehen wir uns alle wieder beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Ziegewan, der Erzählmodellbauer. Ciao!